Guten Tag, mein Name ist Lutz Schröder von Jederberg & Zie. Ich habe heute das Vergnügen, Ihnen einen einzigartigen, nachhaltigen Natursachwert vorstellen zu dürfen. Indisches Sandelholz. Was macht diesen Sachwert so einzigartig? Für uns ganz oben steht immer die außergewöhnliche Marktsituation. Unser Asset-Partner in Australien ist der einzige Anbieter von indischem Sandelholz, einem in der Natur vom Aussterben bedrohten Pflanze, die auf der roten Artenschutzliste steht und seit 20 Jahren auf Plantagen im tropischen Norden Australiens kultiviert wird. Gleichzeitig, und das war für uns extrem wichtig, gibt es einen weltweiten, langjährigen Nachfrageüberhang mit unwahrscheinlich lukrativen Absatzmöglichkeiten für die Sandelholzprodukte. Eine seltene, fast monopolartige Situation, von der auch unsere Co-Investoren profitieren. Dieser Faktor war für uns extrem wichtig, bei der Investitionsentscheidung in dieses Asset zu gehen. Außer uns haben wenige Investoren Zugang zu indischem Sandelholz. Nur Jederberg & Zie bietet Co-Investoren die Möglichkeit, an diesem außergewöhnlichen Investment teilzuhaben. Im folgenden Film, den wir 2016 aufgenommen haben, bekommen Sie einen sehr guten Überblick über das Asset, den Partnern und die sehr vielfältigen Absatzmärkte, die Ihnen, glaube ich, einen guten Blick dafür geben, warum wir sagen, weit, weit weg von Wall Street. JC Indian Sandalwood, ein wunderbarer englischer Begriff, ist kein typisches Forstinvestment, sondern eine Investition in ein Monopol einzigartiger natürlicher Rohstoffe, die man aus dem Baum gewinnt. Zum Beispiel das indische Sandelholzöl. Es ist die Basis für eine Vielzahl von Produkten, die man daraus gewinnt. Wie Sie in der nachfolgenden Grafik sehen, wird der komplette Baum verwertet. Von dem Kernholz bis zur Wurzel. Einige Beispiele für potenzielle Absatzmärkte, die auch existent sind, für indische Sandelholzprodukte sehen Sie auf diesem Chart. Aus dem Kernholz wird das kostbare Öl gewonnen, welches zum Beispiel in der traditionellen Heilkunde wie auch in der Pharmazie eingesetzt wird. Indisches Sandelholz ist ein wichtiger Bestandteil in vielen hochwertigen Parfums aufgrund seiner hervorragenden Trägerstoffeigenschaften. Das Holz wird unter anderem für edle Schnitzereien, exklusives Mobiliar und auch für verschiedene kulturelle Anwendungen genutzt. Sogar die Späne, die bei normalen Forstinvestments in der Regel als Abfall entsorgt werden und das Restholz, das bei der Produktion von Sandelholzöl übrig bleibt, wird zur Herstellung von Räucherstäbchen benutzt. Allein in Indien werden täglich 500 Millionen Räucherstäbchen abgebrannt.
Sandelholzöl ist ein heiliger Baum und für Buddhisten und Hindu unersetzlich. Gandhi beispielsweise wurde auf dem Holz von indischem Sandelholz verbrannt. Die Anwendung von Sandelholz als traditionelles Heilmittel reicht in der ayurvedischen Medizin rund 4000 Jahre und in der traditionellen chinesischen Medizin rund 1500 Jahre zurück. Und mittlerweile hat auch die westliche Schulmedizin angefangen, die therapeutischen Wirkungen von Sandelholz näher zu untersuchen. Der Zukunftsmarkt, den wir sehen und den auch unser Partner in Australien sieht, ist der Pharmamarkt. Er ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ein neuer Markt entwickelt wird. Und hier werden zunehmend nachhaltige, natürliche Alternativen gesucht. Um Sandelholzöl für pharmazeutische Zwecke nutzen zu können, muss es in entsprechend hochwertiger Qualität, auf Englisch nennt man es Pharmaceutical Grade, hergestellt werden. Die FDA, die US-Zulassungsbehörde für Medikamente, stellt dazu zur Bedingung, dass das Sandelholz nachhaltig angebaut wird. Dass es in geografischer Hinsicht nachvollziehbar ist, von welcher Plantage das Holz des jeweiligen Öls kommt. Und dass der Herstellungsprozess des Öls in der Distillery streng zertifiziert ist. Nur unser Partner Quintis ist mit seiner hauseigenen Distillery dazu in der Lage. Der Erfolg des Investments basiert zum einen auf dem professionellen nachhaltigen Anbau des Sandelholzes, vom Setzling bis zum erntereifen Baum. Zum anderen nehmen unsere Anleger, und das ist ein wesentlicher Unterschied zu normalen Forstinvestments, an den renditeträchtigen Erlösen aus der weltweiten Vermarktung der verschiedenen Sandelholz-, Öl- und Holzprodukte teil. Denn im Gegensatz zu anderen Forstinvestments hört die Wertschöpfung nicht mit dem Verkauf des Rohholzes auf. Bei JC Indian Sandalwood geht es viele Schritte weiter in der Wertschöpfungskette, nämlich in die Weiterverarbeitung der Sandelholzprodukte, wie zum Beispiel indisches Sandelholzöl, und in die eigene Entwicklung weiterer Produkte und Märkte. Von dem Asset indischem Sandelholz sind außer uns mehrere institutionelle Investoren überzeugt. Dazu gehören unter anderem die Stiftung der Harvard-Universität, einem der weltweit größten Forstinvestoren, die Church of England und einer der weltweit größten Staatsfonds, Abu Dhabi Investment Council. Damit haben sie auch die Gewähr, dass außer uns auch noch jemand auf das Asset geguckt hat und es ordentlich geprüft hat. Gemeinsam mit unseren Co-Investoren besitzen wir zurzeit 4 Plantagen mit rund 300.000 Sandelholzbäumen auf etwa 600 Hektar Plantagen im tropischen Norden Australiens. Die Plantagen haben aktuell einen Buchwert von ca. 125 Millionen australischen Dollar. Wir rechnen derzeit ohne Wertsteigerung mit einem potenziellen Verkaufserlös von ca. 1 Milliarde Euro und planen natürlich auch für die Zukunft noch weitere Plantagen zu erwerben. Gerne mit Ihrer Hilfe. Grundsätzlich sind wir in der Gestaltung unser Investmentvehikel flexibel. Wir haben für unsere Kunden von Individuallösungen bis hin zu regulierten Angeboten, die vom BaFin genehmigt wurden, bereits verschiedene Investitionsformen gestaltet. Die Investmentstrukturen zeichnen sich immer durch attraktive Renditen aus und dadurch, dass Sie und wir gemeinsam in einem Boot sitzen. Im Rahmen unserer Vermögensanlage, beispielsweise der JC Indian Sandalwood 5, werden jährlich 5-6% Zinsen gezahlt, zuzüglich zu einem attraktiven Schlussbonus am Ende der Laufzeit. Bei unseren Eigenkapitalinvestments prognostizieren wir Renditen in zweistelliger Höhe. Diese Renditen, die ungewöhnlich sind, kommen zustande, weil wir mit unseren Co-Investoren Plantagenunternehmer sind, die eine ungewöhnliche breite und tiefe Wertschöpfung genießen. Kein klassisches Forstinvestment. Interessant sind auch Lösungen beispielsweise für den Bereich betriebliche Altersvorsorge, zum Beispiel die Schließung von Lücken in Pensionszusagen. Und Schenkung und Erbschaftssteuerthemen bei der Vermögensübertragung sind extrem attraktiv in diesem Investment. Dies war nur ein kurzer Überblick über dieses einzigartige und spannende Naturinvestment. Gern stehen wir natürlich persönlich zur Verfügung, um weitere Fragen zu beantworten. Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, telefonisch oder persönlich für Sie da sein zu dürfen. Herzlichen Dank.